Heute darf ich wieder eine Wassersportart ausprobieren, das Jollensegeln. Ich freue mich wahnsinnig drauf und mein Experte Philipp wird es mir heute beibringen. Hi Philipp, willkommen im Fitboch. Hallo Marie. woher kommt das Jollensegeln eigentlich? Naja gut, Segeln gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Und natürlich früher wurde das Segeln hauptsächlich eingesetzt, um irgendwie Waren zu transportieren, Personen zu transportieren. Und irgendwann hat sich darauf natürlich auch ein Freizeitsport entwickelt. Und es gibt ja Yachtsegeln, Jollesegeln. Großschiffe gibt es ja auch noch, also die Traditionsschiffe. Und Jollesegeln ist halt einfach für kleine Reviere, wie jetzt zum Beispiel die Alster. Perfekt. Wir fahren heute hier mit der Venture. Das ist wie gesagt, also man kann das Boot wunderbar zu zweit segeln. Man könnte es jetzt auch mit mehr segeln, wenn man jetzt ganz entspannt, ich sag mal, Feierabendsegeln machen möchte. Und das Boot gibt es in sehr vielen verschiedenen Varianten. Wir haben jetzt hier eine Variante mit einem Ginnaker und mit Trapez. Das werden wir jetzt heute beides nicht unbedingt benötigen. Okay. Aber ja, da gibt es halt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, das Boot zu variieren. Okay, und was gefällt dir so besonders am Segeln? Ja, Segeln ist einfach unglaublich vielseitig. Also allein schon eben, dass man auf der Jolle segeln kann. Es gibt tausend verschiedene Jollenarten. Dann kann man Stickschiff segeln, du kannst da Touren segeln. Und auch dadurch, dass das Wetter ja immer anders ist, du hast anderen Wind, du hast heute, es scheint wunderbar die Sonne, du kannst aber auch mal Hagel oder Schneefall haben beim Segeln. Es ist einfach unglaublich vielseitig. Man ist draußen an der frischen Luft und einfach unglaublich viel Spaß. Ich weiß nicht, was da vor Trapez ist, also das ist schon, da fängt es schon mal gut an. Genau, also ganz wichtig hat die Grundteile beim Boot, wir haben natürlich einen Rumpf, das ist ganz einfach. Dann haben wir den Mast, das ist das Senkrechte. Und den Baum ist einmal die Waagerechte. Und dann haben wir nochmal Schwert und Ruder. Das Schwert siehst du da in der Mitte, das ist im Moment hochgeklappt. Das Schwert sorgt quasi dafür, dass wir überhaupt einen Vortrieb erzeugen können. Und dann haben wir das Ruder, das liegt da hinten auch. Das brauchen wir natürlich, um zu steuern. Das Großsegel haben wir einmal am Baum angeschlagen. Und dann haben wir bei dem Boot jetzt noch ein Vorsegel, das ist hier die Fock. Und das sind eigentlich die wichtigsten Teile. Gut, dann können wir mal an Bord gehen. Okay. Kann ich schon? Ja. Oh Gott, habe ich Angst gerade. Ach, alles gut. Oh, das ist ziemlich. Okay. Alles gut. Uff. Fängst du es ab? Nee. Okay, jetzt. Einfach reinlassen, ne? Ja, einfach da reinschmeißen. Ach, ich bin mir sicher, dass ich eine Muskelkarte bekommen werde. In die Nut einführen. Genau, einfach rausziehen und dann geht's los. Also du hast die Fockschot, ich habe die Großschot. Ah. Wenn du dich drauf und wenn das halt. Moment, wo kann ich die festhalten? Hier dran? Im Prinzip hältst du dich gar nicht fest. Du hängst halt nur. Du hängst halt näher, du kannst auch hier loslassen, ne? So, dann merkst du direkt, guck mal, das Boot kippt ein bisschen nach Luft, kippt zu uns, weil der Druck ein bisschen rausgeht. Jetzt wieder anziehen, das ist halt immer so das Spiel zwischen Körpergewicht, dem Winddruck. Heute ist halt, wie gesagt, eigentlich wirklich perfekte Bedingungen. Merkst du ja selber, man kann ganz entspannt hier fahren. Super, super Bedingungen, wirklich 1A. Dann gehen wir einmal rum, Reh. Genau, und auf die neue Seite kommen auch. Fall mal ein bisschen ab. Abfallen ist immer vom Wind weg. Okay. Und du merkst halt, wie gesagt, immer, ne, wenn der Wind ein bisschen zunimmt, das spürst du immer direkt. Ja. Richtig so am Boot. Und Reh. Genau, losmachen und rübergehen und die neue Seite. Ja, das ist doch schon besser. Und direkt wieder dicht nehmen. Richtig dicht nehmen. Ja, sehr gut. Das war schon so die gute Wette. Danke. Oh, jetzt kommt. Ja, das ist genau das, was ich meine. Hast du mir jetzt festgehalten? Es ist böig. Jetzt wird es richtig böig hier. Jetzt siehst du, jetzt wird wirklich hier immer kriseliger das Wasser. Ne? Ja, ja. Das heißt, da ist immer deutlich mehr Wind drin. Ja, kannst du ein bisschen dichter nehmen und mehr auf die Kante kommen hier. Auskettboot schnappen, ganz wichtig immer, genau. Und dann mehr auf die Kante. Nee, und Wettfahrtregeln, das ist so ein Büchlein, damit fangen wir jetzt nicht an. Beim Jollensegeln schwebt man gefühlt über das Wasser. Ist einfach eine wunderschöne Erfahrung. Wenn ihr schwimmen könnt, probiert es einfach mal aus. Bis bald, eure Marie Lamos. Dir hat das Video gefallen? Dann lasst uns einen Daumen hoch da. Und wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, wirst du keine Videos mehr verpassen. Bis bald, eure Marie Lamos.